Diese 50 Personen sind die Hauptakteure des Pilotprojekts HAMET 2F, Zertifizierung und Aufwertung der beruflichen Fähigkeiten, um den Zugang zur Arbeitswelt zu erleichtern. Eine Initiative für Asylbewerber in der Provinz Bozen. Mit sehr viel Enthusiasmus und sehr viel Wille, endlich zeigen zu können, endlich die Gelegenheit zu haben, zu zeigen, was sie können und was sie, wo ihre Stärken liegen. Es ist ein sehr ein Test, der sehr viel Zeit und Können auch verlangt. Es dauert den ganzen Tag. Er geht immer auf verschiedene Module und innerhalb einer bestimmten Zeit und sehr präzise zu arbeiten, das ist der Sinn der Sache, die sie lernen sollen. Und daher sind sie auch mit vollem Einsatz dabei. Martha Stocker, Landesrätin für Sozialpolitik, beglückwünschte alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Projekts. Es ist uns sehr wichtig gewesen, dieses Projekt zu unterstützen, weil es die Möglichkeit gibt für die Arbeitnehmer, also in dem Fall die Asylantragstellenden, genauso wie für den Arbeitgeber, genau zu erkennen, welche Kompetenzen habe ich im sozialen Bereich, im sachorientierten Bereich, in dem, wie ich mit Materialien umgehe, für welche Materialien ich mich besonders eigne, für welche Berufe ich mich besonders eigne. Das Projekt wurde vom Amt für Senioren und Sozialsprengel in Zusammenarbeit mit der Sozialgenossenschaft Akkad Recycling Bozen initiiert. Vorrangiges Ziel ist es, innerhalb 2018 die beruflichen, praktischen und sozialen Kompetenzen von rund 300 Asylbewerbern zu erfassen. Bisher waren rund 160 Personen beteiligt.